Was machst du immer mit deinen gebrauchten Teebeuteln, wenn du dir einen Tee gemacht hast? In diesem Video zeige ich dir, warum du diese gebrauchten Teebeutel niemals wegschmeißen kannst. Denn du kannst sie noch für etwas ganz anderes benutzen und das möchte ich dir in diesem Video einmal kurz zeigen. Dafür kannst du die gebrauchten Teebeutel aufbewahren und dann in ein Gefäß stellen, wo du ein wenig Wasser hineingibst. Hier kannst du die Teebeutel jetzt mehrere Stunden drin lassen, damit hier noch wirklich der restliche Inhaltsstoff aus den Teebeuteln gezogen wird. Wenn du das dann für einige Stunden hast stehen lassen, kannst du die Teebeutel hier ganz einfach herausnehmen und dann final entsorgen. Doch so haben wir jetzt nochmal etwas von den Teebeuteln benutzt, ohne es direkt wegzuschmeißen. Und was wir damit perfekt machen können, ist das Ganze in eine Sprühflasche kippen und dann haben wir das perfekte Mittel zum Spiegel- bzw. Fensterreinigen. Denn die Inhaltsstoffe aus dem Tee eignen sich dafür perfekt. Anstatt das Ganze mit einer Sprühflasche zu machen, kannst du übrigens auch direkt den benutzten Teebeutel nehmen und damit über einen Spiegel oder über eine Fensterscheibe wischen. Das funktioniert vor allen Dingen bei kleinen Spiegeln oder einem kleinen Fenster, was du mal auf die Schnelle wischen möchtest. Das machst du einfach mit dem gerade benutzten Teebeutel, wischt überall einmal schön rüber und machst danach alles wieder trocken. Wenn du jetzt natürlich eine größere Fläche hast, ist die Variante mit der Sprühflasche deutlich einfacher, da du jedoch eine ganze Menge von dem Mittel in der Sprühflasche hast und die Fläche richtig schön großflächig einsprühen kannst und danach dann auch mit einem Lappen alles einfach wieder abwischen kannst. Und so kannst du die gebrauchten Teebeutel noch ein weiteres Mal verwenden und musst dir keinen Glasreiniger kaufen, sondern kannst es einfach mit den gebrauchten Teebeuteln machen. Probiere diesen Trick daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du Kaffeepulver in deine Schuhe kippen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss doch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.